Der Herr sei mit euch. Aus dem Heiligen Evangelium nach Markus. Ehre sei dir, o Herr. In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern: Gebt Acht und bleibt wach, denn ihr wisst nicht, wann die Zeit da ist. Es ist wie mit einem Mann, der sein Haus verließ, um auf Reisen zu gehen. Er übertrug die Vollmacht seinen Knechten, jedem eine bestimmte Aufgabe. Dem Türhüter befahl er, wachsam zu sein. Seid also wachsam, denn ihr wisst nicht, wann der Hausherr kommt, ob am Abend oder um Mitternacht, ob beim Hahnenschrei oder erst am Morgen. Er soll euch, wenn er plötzlich kommt, nicht schlafend antreffen. Was ich euch aber sage, das sage ich allen. Seid wachsam. Evangelium unseres Herrn, Jesus Christus. Lob sei dir, Christus. Liebe Brüder und Schwestern, seid wachsam. Wach sind wir, sonst wären wir nicht hier. Und doch meint Jesus das in einer Eindringlichkeit, die doch zu denken gibt. Seid wachsam, seid wachsam. Als wenn irgendwo Tausende von Gefahren lauern würden, wie der Wächter, der vor dem Feind, oder der Hirte, der vor dem Wolf in der Nacht schützt. Seid wachsam. Aber es geht nicht nur um den Wächter. Ja, eigentlich geht es hier gar nicht um die Gefahr, sondern um den Herrn. Seid wachsam, wenn der Hausherr, der Herr des Hauses, kommt. Wir sind jetzt hier. Scheinbar sind wir aufgewacht, scheinbar haben wir den Weg hierher geschafft. Und doch meint Jesus noch einmal eine andere Wachsamkeit. Er meint die Wachsamkeit ganz in uns. Eine Wachsamkeit, die mehr ist als eine Dienstvorschrift. Auch mehr als Wachsamkeit aus Angst. Eine Wachsamkeit ganz in der Mitte unserer selbst. Dort, wo wir sagen, in unserem Herzen. Eine Wachsamkeit, die, wie mir scheint, nur dann möglich ist, wenn man sich nach dem sehnt, für den man wacht. Man hofft, dass er kommt. Wenn irgendwie das Herz schon ausgestreckt ist. Jeder, der liebt, kennt das. Kinder sind jetzt alle weg, fast alle. Dann deswegen nur die Erwachsenen. Ihr kennt das, wie das ist, wenn man auf die Kinder wartet. An sie denkt, wie es ihnen geht. Das ist diese Wachsamkeit des Herzens für den Hausherrn hier. Aber wie wir gleich sehen werden, für auch uns alle. Die Wachsamkeit ist so etwas wie ein Begriff, den Jesus über unser Leben stellen möchte. Seid wach für ihn, für Jesus selbst. Und dann ist das freilich hier in dem Kontext geschrieben, auch in der an die junge Christengemeinde, die ja von Jesus verheißen bekommen hat, dass er wiederkommen wird. Und man dachte am Anfang der Christenheit, tatsächlich ist geht jetzt nur um Tage oder höchstens um Jahre, ja vielleicht sogar nur um Stunden, dass der Herr wiederkommt in Herrlichkeit. In dieser Erwartung haben viele der ersten Christen gelebt. Und dann stehen, um diese Erwartung aufzugreifen, auch verschiedene Bemerkungen dazu im Neuen Testament, vor allem in den Briefen dann an die jungen Gemeinden eben, wo es heißt, der Herr kommt noch nicht wieder, weil er Geduld mit euch hat. Weil er möchte, dass wir noch wachsamer sind, mehr vorbereitet auf ihn, innerlich uns mehr ausstrecken nach ihm. Wegen unserer Geduld würde der Herr noch uns diese Zeit der Welt geben. Eine interessante Überlegung. Der Herr, der geduldig ist mit uns. Der Herr, der nicht wie ein Schiedsrichter da steht und sagt, nun, du hast es leider nicht geschafft, sondern eben, in ihm spiegelt sich das Antlitz des Vaters wieder, wie ein Vater, ganz mütterlich. Das Alte Testament beschreibt Gott nie als Vater, immer in männlicher Person sozusagen, aber eignet ihn immer ganz, ganz wesentlich typische mütterliche Eigenschaften zu. Gott ganz väterlich, ganz mütterlich. Gott, der auf uns schaut, nicht mit der Messlatte, sondern mit Geduld. Er hofft, dass wir wach werden, dass wir wachsam werden.
Und da gilt es, glaube ich, jetzt gerade im Advent, in dieser Zeit des Wachens, wo die Kerzen uns erleuchten, gar nicht darum immer, dass wir selbst messen, wie wach bin ich denn schon, sondern dass wir uns danach sehnen, nach dem, für den wir wachen, nach Jesus selbst. Christsein ist wesentlich mehr als eine Ordnung zu leben. Christsein ist, dass unser Leben hingeordnet ist auf ihn, wie das Leben des Kindes hingeordnet ist auf die Eltern, auf die, die ihm die Liebe schulden. So schuldet, so steht es nicht in der Bibel, aber wir könnten sagen, Gott, in Übermaß ist er bereit, uns zu lieben. Seine Liebe ist da. Wachsam sollen wir sein. Und das sind wir, wenn wir ehrlich sind, oft nicht. Oft hören wir nicht auf ihn, achten wir nicht auf ihn, schauen wir nicht aus nach ihm. Wenn Sie eine Ikone zu Hause haben, dann achten Sie mal, schauen Sie sie genau an, fast bei jeder Ikone ist das Ohr zu sehen. Weil die Ikonenschreiber gesagt haben, das Hören, die Wachsamkeit der Ohren, darauf kommt es an. Auch der Augen, die Wachsamkeit des Herzens, darauf kommt es an. Und dann ist hier im Gleichnis, das Jesus uns erzählt, der eine Mann, der auf Reisen geht und der erwartet werden will. So und ähnlich erzählt Jesus an verschiedenen Stellen. Wenn wir das Ganze zusammensetzen mit den Evangelientexten, die wir am letzten und am vorletzten Sonntag gehört haben, kommt noch einmal ein anderes Licht da dazu. Am letzten Sonntag haben wir gehört, was ihr dem geringsten meiner Brüder und Schwestern getan habt. Das habt ihr mir getan. Das heißt, Jesus bringt zusammen die Liebe zu ihm und die Liebe zum Nächsten, dem geringsten seiner Brüder und Schwestern. Beides gehört zusammen. Und noch einmal einen Sonntag vorher haben wir gehört von den klugen und den törichten Jungfrauen, von denen, die nicht wirklich bereit waren. Ich habe versucht, ein wenig das aufzuschließen. Das Öl, das ihnen gefehlt hat, war die Sehnsucht im Herzen, die Bereitschaft, die Sehnsucht, das Gute mit Jesus zu tun. Und so gilt es jetzt in diesem Advent, dass wir in uns, das scheint mir die erste Botschaft an uns zu sein, dass wir die Sehnsucht nach Jesus, ja, dass wir ihr Raum geben, die Sehnsucht nach Jesus selbst, den wir an Weihnachten so nah erleben, wie sonst vielleicht nie im Jahr, der da als kleines Kind kommt, um unser Herz zu erobern. Wir dürfen uns in dieser Adventszeit neu ausstrecken nach Jesus, nach seiner Gegenwart, nach seiner Hilfe, auch nach seinem Trost in all den Nöten, die wir haben können, ganz alltäglich. Wir dürfen uns sehnen nach ihm. Und es ist nicht so, dass er sich zurückzieht, wie wir in der ersten Lesung gehört haben, wo es ja vielleicht erst einmal so klang, dass Gott sich zurückzieht, weil wir Menschen ja nichts von ihm wissen wollen. Jesaja schreibt diesen Text und er schreibt ihn und er wendet sich ja dann auch in der Passage, die wir noch gehört haben, hin zu dem Erkennen, dass Jesaja sagt, wir wollen dich ja nicht. Es ist ja nicht so, dass Gott nicht will, sondern wir wollen nicht. Und dann ist es vielleicht manchmal so, dass Gott uns ein wenig warten lässt, ein wenig auch Rätsel im Leben hinstellt, damit wir suchen, damit wir fragen, auch damit wir ringen mit ihm, bis hin zu dem Ringen, Gott, wie kannst du das zulassen? Aber dass wir ihn nicht auslassen, dass wir mit ihm ringen und dass so die Bereitschaft und die Sehnsucht in unserem Herzen wach wird, ihn zu finden. Und was für ein Geschenk, wenn wir ihn finden. Jeder von uns hat ihn schon gefunden, jeder auf eigene Weise. Jeder hat seine Geschichte mit Gott, wie so ein Faden, der sich durchs Leben zieht und der immer dicker und fester und stärker wird, wie ein Seil, das uns hält. Die Verbindung zu Jesus. Was für ein Geschenk, dass er uns sucht und dass er uns sagt, such du mich auch. Würde der Mensch Gott nicht mehr suchen, Gott könnte nicht mehr in das Herz des Menschen gelangen, weil dort der Raum der Freiheit ist. Und Gott will uns nur in dieser Freiheit begegnen. Gott sucht uns und er sucht uns, indem er uns sagt, dass wir ihn suchen sollen. Soweit als erstes vielleicht, was wir mitnehmen können, Jesus bitten, dass wir ihm nahe kommen im Advent, dass wir ihn von Herzen immer mehr finden, immer mehr suchen. Und das Zweite, ich habe es schon angedeutet mit der Verbindung zu den Lesungen der letzten beiden Sonntage,
Wenn wir wach ihm gegenüber sind und ihn suchen, dann geht das immer einher mit dem, dass wir auch dem Nächsten gegenüber wach sind. Schauen, was er denn braucht. In den letzten Tagen, also eigentlich seit gestern, muss ich sagen, ist mir aufgefallen, dass sich was geändert hat in dem, wie wir miteinander umgehen. Wenn man auf die Straße geht, wenn man schaut, ob man mit dem Auto freikommt, wenn man ein bisschen rutschig unterwegs ist gerade. Ein ganz anderes Wachsein ist, seitdem der Schnee gefallen ist. Ich weiß nicht, ob Sie das auch so erlebt haben. Mir kommt es so vor. Wir sind wach füreinander geworden, auch weil es so schön ist, freilich. Ja? Und gleichzeitig beobachte ich aber in den letzten Monaten, dass wir uns so alle ein wenig zurückziehen zu uns selber, weil wir verunsichert sind vielleicht von der weltpolitischen Situation, von Sorgen ums eigene wirtschaftliche Fortkommen, um die steigenden Preise, dass wir uns aus Ängstlichkeit zurückziehen auf uns und den anderen aus dem Blick verlieren. Gar nicht bösartig, aber doch tatsächlich. Wir verlieren einander ein wenig aus dem Blick. Und das würde dazu führen, dass unsere Gesellschaft egoistischer und kälter wird, weil wir die Wachsamkeit für den anderen verlieren, wegen vielleicht eigenen Nöten. Und auch da dürfen wir Jesus bitten, dass er uns hilft, aufeinander zu schauen, wie er schaut. Auch wenn ich gerade anderes im Sinn habe, vielleicht andere Sorgen im Sinn hat oder andere Pläne, dass ich doch nicht die Augen schließe vor dem Nächsten, dass ich wachsam bin. Wenn Jesus ankommen möchte in unserem Herzen, dann ist das immer ein Herz, das nicht nur für ihn bereitet ist, sondern gleichzeitig mit ihm auch für meinen Nächsten. Das wach ist, was braucht denn der andere? Vielleicht nur, dass ich ihm gerade übers rutschige Eis helfe. Vielleicht nur einen freundlichen Blick. Aber vor allem, dass ich den anderen wahrnehme. Und so können wir als Zweites vielleicht in diesen Advent mitnehmen, dass wir uns nicht nur nach Jesus sehnen, sondern auch danach sehnen, dass ich dem anderen gegenüber wach bin. Wie der Schnee uns gerade lehrt vielleicht, dass wir miteinander menschlicher umgehen. Schauen, was der andere braucht. Der andere braucht mich nicht für alles, aber vielleicht für einen guten Blick, vielleicht für ein gutes Wort oder wenn wir zusammen leben, im Haushalt, in der Familie, für eine Dankbarkeit, dass der Tisch so schön gedeckt ist. Eine Hand, die mit anfasst, hier oder dort in der Küche arbeitet, dass wir wachsam sind füreinander. Gott ist wachsam für uns und Gott überbietet uns immer mit seiner Hilfe, mit seiner Hilfsbereitschaft, mit seinem Segen, mit seiner Liebe. Und weil das so ist, dürfen wir auch anfangen, wachsam zu sein für ihn und füreinander. Seid wachsam. Amen.